Hier mal die andere Seite von meinem Zelt. Auch sehr schön. Noch ein Fuse Erdbeere, aber das ist nicht meine. Ich habe übrigens auch gestern mal meinen eigenen Müll aus dem Fenster rausgeworfen. Das war so, es war ein Alis Truck. Wir haben Nescafé getrunken und dann hatte ich die Packung in der Hand und habe den so angeguckt, wohin damit. Und dann meinte er, aus dem Fenster. Und dann habe ich so ein bisschen gezögert und dann meinte er so, ah! Und dann habe ich es einfach aus dem Fenster geworfen. Da sind die anderen Camper auf diesem Hochstand. Jetzt nochmal ein bisschen Sujuk mit Frischkäse. Da hinter dem Baum habe ich gezeltet. Da hat jemand seine Wäsche aufgehangen. Und ja, da ist der Yachtclub. Also im Dorf stand auf jeden Fall was von Yachtclub, aber ich weiß nicht, ob das. Für mich sind das keine Yachten. Da das Meer wohl gar nicht so tief ist, und dann wahrscheinlich man nicht so gut reingehen kann, werde ich mich da hinten waschen. Da gibt es nämlich einen Wasserhahn mit einem Schlauch. Okay, ich habe gerade mal eine Bestandsaufnahme von meinen Klamotten gemacht. Ich habe nur noch eine Unterhose, obwohl ich eine anhab, zwei da drin sind und ich eigentlich fünf hatte. Vielleicht ist sie noch irgendwo im Rucksack. T-Shirts habe ich genug, zwei noch mitgenommen, ein Givenchy-Hemd gekauft und ein T-Shirt noch von Miluze, kriegst du auf jeden Fall wieder, war aus Versehen, wollte ich nicht mitnehmen, das hat er mir geliehen. Ja, eigentlich habe ich gerechnet, dass ich nicht mehr waschen muss bis Antalya. Ja, da muss ich mir noch eine Unterhose kaufen. Okay, das war unerwarteterweise Salzwasser, aber ja, was soll man machen? Jetzt schon einkaufen bei Beam und für das heutige soziale Experiment habe ich mir diese Pappe besorgt. Google Übersetzer. Ben Almanem, Lütfan Benny Janina Al. Ich bin Deutscher. Ben Almanin, Lütfan bitte, Benny eine Reflexionsform von Ben, Janina bringen und also das heißt, bitte nehme ich mit, ich bin Deutscher, bitte nehme ich mit. Ich bin an der Straße nach Fethi, da will ich heute hin, Endziel und Antalya. Nach Antalya sind es jetzt immer noch, wie gestern, 300 Kilometer. Ja, das heißt, ich mache jetzt jeden Tag 100 und dann bin ich in 3 Tagen da, so wie es sein soll. So, um jetzt ein paar Reaktionen einzufangen, werde ich mein Handy in der Brusttasche platzieren oder in der Bauchtasche. Und dann, ja, mal gucken, ob man überhaupt was sieht von den Leuten. Wegen der Sonne, ich weiß. Irgendwie waren da nicht so wirklich Reaktionen dabei. Ich weiß nicht, ob die lesen das auch immer nur so, sind noch dabei, das zu lesen. Vielleicht ist das zu klein geschrieben oder so. Oder vielleicht lesen die es einfach gar nicht.
Von daher beende ich jetzt das Experiment und sage einfach, es verunglückt. Okay, keine Angehalten. Merhaba, thank you. Where are you going? Oh, okay, nice. I want to fetir. That's one way. Germany. Vacation. Ja, hinter mir Straßen von Ortaca. Ortaca bedeutet, ich habe schon mehr als die Hälfte des heutigen Tages geschafft. Ja, der Kollege war ein Club- und Barbesitzer aus Mamaris. Er kannte sich wohl in Ortaca auch nicht aus. Als wir in den Ort reingekommen sind, hat der Navi angemacht, Google Maps, aber auf Fußgänger. Ich dachte mir erst, naja, okay, wird er wohl schon wissen. Aber dann musste er so einen Fußgängerweg rechts abbiegen und dann nur Amenakayim, was ist das und so. Ja, und dann aber musste ich eh aussteigen, dann will ich aussteigen und der wird schon finden. Achso, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Er hat auch erzählt von, ja, the government, Regierung, sorgt dafür, dass keine Leute mitgenommen werden. Illegale Leute kann sein, so irgendwie so hat er gesagt. Ja, government. Und er hat mich aber mitgenommen wegen Karma. Also, good karma wollte er haben. Ja, das ist richtige Einstellung, gute Einstellung. Jetzt hat mich Umutan mitgebracht nach Dalaman, 3 Kilometer. Aber wichtige 3 Kilometer auch. Das ist nämlich jeder Kilometer wichtig. Ja, und er ist schon der 3. türkische Ingenieur, der mich mitgenommen hat. Okay, ich probiere es nochmal mit dem Schild. Volles Auto. Da kommt die Fahrschule. Jawohl. Hi, what's up? Fethiye. How, okay, but if you go this way. Fethiye, no, Fethiye. Yeah. Dalaman. Dalaman, okay. Thank you. Noch mehr Tramper. Zwei Frauen, glaube ich. Okay, ich lasse die erstmal einen Lift bekommen und dann mache ich weiter. Okay, die anderen sind bereits weg. Wurden von 2 anderen Frauen mitgenommen. Sie wird jetzt auch mitgenommen. Und ich hoffentlich gleich auch.
der Türkei ist noch ein weiteres Handkopfzeichen dazugekommen. Leute salutierten mir nämlich. Das finde ich angenehm. Das ist schön. Okay, es haben mich jetzt zwei Kurden mitgenommen nach Fethiye. Da hinten sind die Berge, die Kulisse. Die kommen aus Gaziantep und sind hier, um Steinmetzarbeiten zu machen. Ja, Tagesziel erreicht. Ich gehe mir jetzt die Stadt angucken. Kleiner Funfact noch für zwischendurch. Wenn die Türken jemandem zustimmen, oder die beiden gerade auch, die machen nicht so oder ja, also wie man es im Deutschen sagt, sondern ha, ha. Der Busfahrer in Burgas hat das auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob das auch im Bulgarischen üblich ist oder ob das nur eine Eigenart war. Der Beifahrer hat mir auch auf Insta gefolgt. Ilyas Gezer unterstrich 2748. Ja, und hat in Übersetzer eingetippt, Fethiye çok güzel. Und dann kam daraus, Fethiye, eine wunderbare Stadt. Und die schaue ich mir jetzt mal an. Fängt schon gut an hier. Sehr schön, Powerplant, Müll. Auch irgendwie komische. Hat jemand, der von Natur aus gerne zu viel trinkt, Koma-Gene? Okay, hier ist der Kinderpark. Statue, riesige Liegen, da kann man Bücher lesen, netter Fahrradweg, schöne Schnecken, Training, Windmühlen. Bis jetzt schon 2 Kilometer an der Promenade lang gelaufen, nur Restaurant. Strand, bisher nur Felsen. Ich finde die Berge am schönsten bis jetzt. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ein Strand oder so eine Innenstadt irgendwie. Wird eingekauft und erklimme die Burg von Fethiye. Fethiye Kalesi. Und hier ist die Aussicht. Das ist schon nicht schlecht. Wenn mich nicht alles täuscht, schlafe ich einfach hier heute. Ja. Jetzt ist mir gerade meine Isomatte runtergeflogen. Ich muss da Gewicht drauflegen, sonst. Also durch Wind. Es kam übrigens kein Strand mehr. Das sieht alles so aus. Also es sind überall solche Steine im Wasser. Und die Innenstadt ist hier, aber ja, war auch nicht so der Hammer. Aber diese Lage verschafft dieser Stadt einfach die Schönheit, glaube ich. Also hier einmal die Berge und dann diese Bucht. Da ist eine vorgelagerte Insel, Fethiye Adası. Hier noch Halbinsel Landzunge irgendwie. Da gibt es jetzt Abendessen. Und bei mir auch Brot. Etwas säuerlicher Frischkäse. Und Duna Jambon. Dazu Gasus Limonade. Hier nochmal Fethiye bei Nacht. Es kamen gerade die Muezzin-Rufe, die sind gerade vorbei. Und dann geht oben hier dieses Bildnis. Wie heißt das? Das geht an, das Licht. Büste.